Hey und let's go, willkommen heute zu einer Waffenvorstellung. Ja, und zwar zu der Royal und National Warfighter. Das Ganze sieht so aus. Ich finde die Waffe sehr, sehr nice. Das Aussehen gebe ich ihr 5 von 5. So, sie hat 2 Schussmodis und jo. Einmal den Granatwerfer und einmal die ganz normale Schussmodi. So, ich zeige hier kurz mal den Rückstoß. Und zwar ist der Rückstoß so, dass er nach oben rechts zieht und das ziemlich stark. Und zwar ist es ein Einzelschussbetriebssystem. Und ja, wenn man das Ganze ein bisschen trainiert und so, kann man damit wirklich gut verdreißen. Wenn man so ein bisschen immer die Maus nach unten zieht, geht das eigentlich schon wirklich gut klar. Ja, ich finde die Waffe wirklich sehr nice. Wirklich sehr, sehr, sehr nice. Ich würde sie in Kombi mit Barrels Baromania spielen, die ich auch mal antesten werde. Heute nicht und wahrscheinlich auch nicht in 2 Wochen, aber die wird kommen. So, die Waffe hat hier ein geiles Magazin mit der Noob Tube unten dran geklatscht und dann nachher hat sie halt noch Laserpointer und das Magazin sieht auch sehr nice aus. Die Nachladeanimation gibt für mich 3 von 5 Punkten. Einfach aus dem Grund, weil, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist einfach nur scheiße, ja. Wenn man die Nachladeanimation von der M16 klaut, sag ich jetzt mal. Und ja, wir sehen uns gleich im Game. Und ja, dann seht ihr auch, was die Waffe hier so viel Damage macht. So, bis gleich, Chosen. Ja, Lötchen, ne? Sind hier in-game und ja, das Aussehen, den Sound haben wir jetzt schon. Der Sound gibt für mich auch 5 von 5 Punkten. Den hört man jetzt hier nicht, tut mir übrigens leid, aber ja, die Audiospuren lecken bei mir auch immer ein bisschen irgendwie bei Bandicam und ich verstehe das nicht, aber scheiß drauf. So, die Nachladeanimation hat 3 von 5 gekriegt, aber ja, keine Ahnung, hätte auch weniger sein können, was ich hier jetzt geben hätte können. Aber die Nachladeanimation von der M16 ist natürlich, naja, schon gut und so, aber keine Ahnung. So, dann Originalität, also jetzt mit der Noob Tube und dem Einzelschussbetrieb, finde ich sie wie eine Nachahme von der Battle Rifle 203.0 Kampfgewehr, ja, die ja aus dem Store genommen wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Ersatz sein soll, anscheinend schon, aber sie hat halt nicht 3-Schuss-Betrieb, sondern 1-Schuss-Betrieb. So, deswegen geht die Originalität von mir 4 von 5 Sternchen. So, und der Preis ist ziemlich happig mit 6.999 Pfund, sprich etwa 7 Euro. Und das gibt für mir nur 3 von 5 Euro. Lohnt es sich, diese Waffe zu kaufen? Meiner Meinung nach eindeutig. Für Noobs würde ich sie jetzt nicht empfehlen, da sie doch ein bisschen schwer zu handeln ist. Aber wenn man gerade den Blast hat und Nate Spam, kann man damit schon gut was reißen. So, jetzt geht nämlich das eigentliche Video jetzt eigentlich dann gleich so richtig los, weil jetzt mache ich dann gleich ein Kill nach dem anderen. Und ja, das will man ja sehen mit der Waffe und so. Und ja, also man sieht hier so 11, 8... 12, also es ist wirklich nicht regelmäßig hier 25 und ja, es ist schon komisch bei der Waffe hier 10 10 9 15. Ja, ich finde die Waffe cool, ich würde sie empfehlen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie, wenn ihr euch eine neue Waffe kauft, entweder im 16 oder diese, ich würde euch diese empfehlen. Ganz im Ernst, ich finde diese Waffe einfach nice und ja, ich finde sie richtig gut gemacht von den Herstellern. Da haben sie sich was überlegt und ja, das macht es schon fast wieder gut, da die alle Bugs hier so. So, hier 13, also es hat sich eigentlich immer so im Bereich von 5 bis 25, sagen wir jetzt mal.
So, danke fürs Zusehen. Jetzt kommt gleich die Abrechnung. Jo, bis nachher, ne? Jo. Bis nachher. Ja, okay. Bis zur Abrechnung. Jo. Bis gleich. So, jetzt kommt ja, Abrechnung dran. So, das Aussehen kriegt 5 von 5 Punkten. Der Sound kriegt 5 von 5 Punkten. Die Nachladeanimation kriegt 3 von 5 Punkten. Die Originalität kriegt 4 von 5 Punkten. Und der Preis ist 3 von 5 Punkten. So, das jetzt alles zusammengerechnet, ja, gibt dann 20 von 25 Sternen, also in allem eigentlich gut. So, danke fürs Zusehen, abonnieren, kommentieren und liken, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Waffe so findet. Ich finde sie einfach nur hammer nice, gerade mal wie er sie hält und dann hier oben dieses Visier und also es ist wirklich cool hergestellt mit dem Laserpointer und etc. So, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video.